Porsche. THQ. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wrestling-Spiel, WWF SmackDown Just Bring It, der dritte Teil der SmackDown-Reihe und mittlerweile mein fünftes Wrestling-LP. Ja, ich habe ja schon... Ach, guck mal, da spricht der King direkt mit uns. Just Bring It. Klang jetzt nicht ganz so männlich. Egal. Auf jeden Fall, diejenigen, die schon des Öfteren bei mir vorbei waren, die wissen ja, dass ich in meiner Vergangenheit recht viel mit Wrestling-Spielen am Hut hatte und, ja, ich habe ja jetzt schon bereits WWF Attitude gespielt, WWF Warzone, also Attitude damals mit dem Christoph. SmackDown 1 und 2 auch mit dem Christoph. Warzone ging damals nur alleine. Und ich gehe jetzt erstmal in die Options. So, okay, weil sonst fängt die Demo an. Ja, und auf jeden Fall, gibt es hier eine Besonderheit. Zum einen, erstmal, wenn ihr gerade kein Intro gesehen habt, ne? Wenn da einfach mal was fehlt, dann hat YouTube das gesperrt, weil die WWE ist recht streng, was sowas angeht. Die hat schon bei mir bei Attitude damals, bei Warzone, das Intro, ja, gestrikt. Also ich habe wirklich einen Strike bekommen. Nicht nur einen verfickten Kontertreffer, sondern einen richtigen Strike. Habe ich auch wegbekommen, indem ich das Video gelöscht habe und jetzt war alles gut. Das heißt, wenn ihr jetzt kein Intro gesehen habt, ich habe drei Versionen gespeichert, sagen wir mal so. Einmal das normale Intro, dann ein verfremdetes Intro und zu guter Letzt eins komplett ohne Intro. Und ich hoffe mal, spätestens das wird akzeptiert werden. Jo, und auf jeden Fall, leider, ich meine, das ist zwar das erste Spiel für die PlayStation 2, das erste SmackDown-Spiel für die PlayStation 2 aus dem Jahre 2001. Nur, leider, ist es hier nicht möglich, eine Tag-Team-Karriere zu machen. Sonst hätte ich mir natürlich wieder den Christoph geschnappt und wir hätten zusammen gemacht. Aber, mein Gott. Das Spiel ist für mich jetzt auch nicht unbekannt. Ich habe es früher schon mal gespielt, vor geraumer Zeit. Und dabei ist mir leider aufgefallen, theoretisch wird das hier ein sehr kurzes Let's Play werden. Also ein wirklich sehr kurzes Let's Play, weil ich glaube, nach 5 Tagen ist man Champion oder so. Ja, es ist halt, wie gesagt, sehr kurz, ne? Also... Das hat mich damals sehr enttäuscht. Ich hab echt angestrebt, alles zu bekommen, was man bekommen kann. Und ich weiß nicht, ob ich das damals geschafft habe. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Jedenfalls, dadurch, dass es so kurz ist, werde ich hier den 100%-Lauf machen. Was bedeutet 100%? Da müssen wir mal kurz ins Hauptmenü, glaube ich, zurück. Und zwar müssen wir jetzt, glaube ich, in den Theater-Mode. Nein. Haha. Dark Summit, ey, ist ein anderes Spiel. Wo war denn der Scheiß? Moment. Options. Irgendwo, irgendwie konnte man sich hier, ist total bescheuert. Komm, wir machen jetzt erstmal hier, Spiel speichern. Nein, auf jeden Fall, man kann hier Karten freischalten. Dafür muss man immer bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Story ist zwar extrem kurz, aber die hat auch 700, Abzweigungen. Es kann sein, dass die längsten Story-Abschnitte wirklich nur 5 Tage sind. Dafür gibt es dann 30, Kampagnen, so gesehen, 5 Tage. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Man kann also recht viel machen. Jetzt, wo ich gerade am Speichern bin, muss ich eine andere Sache anmerken. Ihr seht da, do not remove memory card, 8 Megabyte. 8 Megabyte eine Memory Card. Und wisst ihr, wie viel Speicherplatz dieses Spiel frisst? Also, ich kenne kein Spiel, was mehr Speicherplatz frisst. Es frisst 4 Megabyte.
die halbe Karte ist zugeballert mit diesem Spiel. Ich muss mir gerade extra noch ein bisschen Platz auf einer anderen Memory-Card machen, damit ich das Spiel speichern kann. Unfassbar, echt. Überlegt mal, damals, 40 Mark, glaube ich, eine Memory-Card gekostet oder noch mehr. Und als Schüler, ne, wenn man 50 Mark Taschengeld bekommt, kauft man sich das Spiel und sie dann, fuck, ich kann nicht speichern und ich muss alles andere von meiner Karte löschen. Oh, das ist doch kacke. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie kurz das Spiel ist, ne, das passt da nicht so ganz zusammen. Ich guck mal, ob ich da die Karte vielleicht irgendwo noch finde. Ich guck mal erstmal nach den Regeln hier. KO kann ausbleiben, give up, ja, ist okay, ist okay. Ja, 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 das passt. Gut, 2. Ja, auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen. Ja, okay, Eingriff ist, Charge Speed machen wir, das machen wir hoch. So, ja, der erste Part wird wahrscheinlich kein Match zu sehen sein, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass ich mit der Kreierung des Charakters, ja, ich werde wieder natürlich einen eigenen Charakter kreieren, recht lange beschäftigt sein werde. Weil ich möchte euch natürlich auch den Creative Superstar-Modus dann auch zeigen. Das beinhaltet halt, das Aussehen eines Charakters zu erstellen und das Moveset. Und gerade beim Moveset, da brauche ich immer recht lange. Vielleicht habt ihr auch die vorherigen Smackdown-Teile gesehen, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Und es dauert immer so gottverdammt lang, bis der mal gespeichert hat, ne? Heilige Scheiße. Ach komm schon. Ja, das war ich schon alles, was ich sagen wollte. Ich habe das Spiel damals nicht allzu häufig gespielt, weil, wie gesagt, es ist sehr kurz. Ey, das Speichern braucht ja leider schon ein Part. Aber ich meine, okay, es sind 4 Megabyte. Die halbe Memory Card wird gerade vollgeschrieben. Schön. Aber ich fand das, also es ist kein schlechtes Spiel, auf keinen Fall. Die Grafik hat mich damals sowas von geflasht, weil ich war Smackdown 2 gewohnt, was ja schon für die damalige Zeit auch nicht schlecht war, die Grafik. Aber erstmal einen Konsolenschritt weiter, ne? Und es sieht einfach alles so flüssig aus. Man kann... Ach, ich möchte nur nicht zu viel verraten von dem Spiel. Das werden wir gleich noch alle sehen, denke ich mal. Man kann ja mal auch die Fresse halten mit seinem Caution. Ist unglaublich. So, okay. Was mich jetzt wirklich wundert ist, warum ist hier noch alles zu? Dark Summit, wie gesagt, ist ein anderes Spiel von den Machern THQ. Ich glaube, ein Snowboard-Spiel ist das, ja. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in den Create-Mode. Create a Superstar, a Taunt, a Stable. Okay, hier können wir Superstar kreieren, dann eine, Demütigungsgeste und ein Tag-Team. Machen wir erstmal einen Superstar, also eigentlich nur einen Superstar. Erstmal das Appearance, also das Aussehen. Fang bitte nicht an zu laden. Nein, Ladebildschirm. Wir gucken gleich auch mal direkt, was für Wrestler es hier gibt, bevor ich dann meinen eigenen Charakter auswähle. New. Ah, die Mucke. Also das war, die Mucke ist einfach zum, ist ja hässlich. Ist einfach zum Kreieren gemacht. Okay, wir nehmen erstmal einen Mann. Ist, glaube ich, nicht schlecht. 2001. Wir nehmen Medium, ja. Zappen sind, glaube ich, vorgefertigte. Nein, okay. Ja, komm, machen wir doch. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Diana. Katze. Okay, ich glaube, ich entscheide mich selbst für einen. Okay. Body Parts. Was wollte ich gerade schon wieder sagen? Ich weiß es nicht. Wie, keine Augenbrauen, deswegen sehe ich so komisch. Ach, du Kacke! Es ist halt ein recht anfängliches PlayStation 2, muss man dazu sagen. Gibt es nicht einfach mal normale Augenbrauen? So, die nehme ich jetzt. Ich muss auf jeden Fall irgendwas mit meinen Augen machen. Ich glaube, hier kann man das noch alles ein bisschen verformen. Oh mein Gott! okay, ich glaube... Das sieht alles irgendwie sehr deformiert aus. ja. Guck mal, kann ich direkt mal drauf abstellen? Alter! Ich glaube, ich bleib bei Nummer 1. Nummer 1 ist schon okay. So, was ist mit den Augen? Du sollst dich einpennen. Vor allem, der soll mal seinen Mund zumachen. Okay. Ja. Lassen wir mal so. Ja, es ist okay. Alles gut. Augen. Wangen. Mund. Mund. Auf jeden Fall anderen. Gibt es auch einen, der zu ist? Nein. Okay. Gut, dann ist es halt so. Nimm mal den, der dünne Lippen. Ich weiß, ich habe sehr sinnliche Lippen, ne, aber okay. Aus dem Popper, ey, mein Gott. So, okay. Decision. Man muss natürlich immer alles zehnmal bestätigen. Augen. Was ist jetzt der Unterschied, wollte ich gerade fragen. Die sehen alle aus, als wären sie vom Wahnsinn verfallen. Vom Verfallen, B-Fallen, meine ich natürlich. Ich habe im Gesicht erstmal den Standard. Bin ich geschminkt? Das sieht sehr geschminkt aus. Zumindest auf der rechten Seite. Da bin ich halt geschminkt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich ziehe einfach eine Maske auf. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Da muss ich mir dann hier antun. Okay, komm, was haben wir denn hier? Ach, genau, richtig. Und zwar gibt es hier Layer. Und je weiter die oben sind, dann ist es halt oben. Also wir können quasi
zum Beispiel jetzt ein Hemd anziehen und eine Weste darüber, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir müssen jetzt nicht nur eine Sache für eine Sache entscheiden, sondern wir können uns für zwei Sachen entscheiden. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Das war jetzt schon eine recht... Facial Hair Extension... Mask. Okay, dankeschön. Das ist schon recht gut gemacht, finde ich. Gibt es ja auch mal eine anständige Maske. Einfach nur mal, die mein hässliches Gesicht verdeckt. Dann können wir die angehen. Guckt ihr euch den Typ nochmal an. Das ist doch bemalt. Das ist doch keine Maske, weil ich hier habe. Einfach, von mir ist auch einfach ein Stück Holz vors Gesicht, das reicht mir. Oder eine Aldi-Tüte. Und guck mal, das ist ja schon mal... schön... Wow! Das sieht alles so scheiße aus, oh mein Gott. Ja gut, das ist halt Texturmatsch. Gibt's hier auch mal irgendwie... Ich möchte mehr Gesicht verdecken. So eine Kane-Maske oder so. Das wäre schon nicht schlecht. Alter Vater. Okay, okay. Ich brauche hier Ewigkeit, damit ich halbwegs zufrieden bin. Oh, hier gibt's ja nur Kacke. Da! Das ist doch okay. Das verfremdet schön. Sind wir halt ein Psycho-Mensch. Schön von Schweigen der Lämmer abgeguckt. Ist das überhaupt sowas? Ich weiß nicht. Ey, vielleicht können wir uns Ninja machen. Wenn wir jetzt noch eine schöne Mütze finden, oder die über die Ohren geht. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Accessories. Paint. Accessories. Gucken wir mal. Jetzt kommt hier so eine Schwuchtelscheiße. Komm, wir lassen es erstmal weg. Warum kann ich eigentlich nicht meine Haare an sich einfach verändern? Also, abgesehen davon, dass ich den Kopf direkt nochmal total vergewaltige. Okay, gucken wir mal, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir ein Shirt. Oh, ich hab keine Ahnung. Nee, sowas will ich nicht haben. Guck mal, wie kurz die Shirts sind. Das ist doch unglaublich. Oh, bauchfrei. Sexy. Na komm, warte mal, haben wir vielleicht irgendwas, was einfach nur wild, aber ein bisschen immer zerrissen ist oder so? Das finde ich ganz cool. Oh, so ein Ausschnitt, ne? Ich will den schon zu einem verrückten Psycho machen, das wäre ganz cool. Aber irgendwie gibt es da leider nichts, was zerrissen ist. Ja, genau. Die sind alle so, das sind Kick-Shirts, tut mir leid. Nichts gegen Kick, aber... die von mir sind wirklich alle viel zu kurz. Was ist das denn hier? Die sehen alle so scheiße aus. Ja komm, nehmen wir das. Da ist wenigstens irgendein... Alter, da hab ich Titten. Mein Gott. Wir sind transparent. Okay. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal schön matt. Machen wir es schwarz. Gibt einen schönen Kontrast. Das ist so kurz. Cool. Ach, guck mal, da oben Länge. Ich dachte, ich könnte irgendwie wenigstens hier mal den Bauch mal ein bisschen verdecken. So, ich will mich jetzt hier auch nicht zu lange aufhalten. Der soll ja auch schon ein bisschen scheiße aussehen. Ne? So ist es ja nicht. Gibt es hier auch Hosen oder sowas? Nö. Okay, dann ist es halt... Oh mein Gott. Der hat voll die... Guckt euch das mal bitte an. Was ist das denn? Ich will einfach eine Jeans haben, bitte. Einfach eine normale Jeans vielleicht. Ich finde sowieso, der Creative Wrestler Modus hier ist einfach eher dafür da, um die Hässlichkeit des Wrestlers so ein bisschen zu vermeiden und ihn halbwegs erträglich aussehen zu lassen. Oh mein... Okay, ich habe einen Frauenkopf im Schritt. Das ist an sich meistens ein gutes Zeichen. Warum sind das denn nur kurz so... Sag mal, bin ich jetzt einfach nur blind? Unterwäsche, ne? Socken, Schuhe, dann das. Die haben hier keine... Die haben hier wirklich echt keine Hosen. Das kann doch nicht sein. Ich wollte noch ein paar Handschuhe haben. No Sleeves. Vielleicht finde ich da ja was Schönes. Ja, wunderschön. Das sind Tops. Danke. Da Hände. Mein Gott. Genau. Na, ja, okay, nehmen wir beide. Ich möchte so diese Fingerhandschuhe haben, diese Tötungshandschuhe. Warum sind das denn alles so komische Damenhandschuhe? Ist ja zum Kotzen. Nehmen wir die. So. Länge. Machen wir mal ein bisschen. Ich kann sie einfach nicht kürzer machen. Was ist das denn? Sie bleiben einfach weiß. Okay. So. Alter, sieht der scheiße. Nein, 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 ich will es schon so haben. Okay. Ich will wenigstens noch Hosen anziehen. Dann gehen wir auch weiter. So, vielleicht findet man hier. Vielleicht kann man da ja die Länge ein bisschen beeilen. Ich will es einfach nur mal gucken. Nö. Das ist einfach fest. Was ist das denn?
Socken, Schuhe. So, haben ein paar Stöckelschuhe vielleicht? Ein paar Sneaker. Oh mein Gott. Okay, was nehmen wir denn mal für Schuhe? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Genau, Sandalen. Ja, kommt immer ein paar Stiefelkins. Was ist das? Oh mein Gott, Elfenschuhe. Nee, wir nehmen einfach die normalen. Das ist okay. Ah, ich darf da nicht einfach rausgehen. Was kann ich denn da an der Farbe verändern? Ah, okay. Nimm mal grüne Schnürsenkel, ne? Dann finden wir noch eine schöne Jeans. Da sieht das richtig kacke aus. Wenn wir denn hier Hosen haben. Alter, die sind. Oh mein Gott. Will ich das vielleicht beim Oberkörper die Hosen? Hands, Weste, bla 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 bla. Accessoires, genau, eine Hose, ne? Ist ja schon ein Accessoire. Ich gucke jetzt mal bei den Tights. Das kann ja nicht sein. Vielleicht hast du ja so viel wie Beinkleider. Ach, guck mal einer an. Hier gibt's ja doch Hosen. Aber der ist so fett irgendwie. Guckt euch mal bitte die Beine an. Krankenwagen draußen, wie schön. Guckt euch mal diesen Fettarsch an. Ja, guck mal, das ist doch schon mal der normale Jeans. Mach jetzt noch ein bisschen dunkler. Und vor allem würde ich nur ungern die Hose in die Stiefel stecken. Kann ich sie irgendwie hoch machen oder so? Ah, hier. Ist der Move, ne? So, und jetzt müsste es eigentlich. Ha! Leck mich am Arsch. So, Moment. Move. Ne? Ich dachte eigentlich, das ist die Reihenfolge so ein bisschen, wie das funktioniert hier. Warte mal. Ha! Nein, ich will zurückgehen. Ich habe keine Handschuhe mehr. Was ist das denn für ein Kack? Boots 30. Was ist ein Insert? Tschüss. Ja, bitte. So, okay. Ach, das sind tatsächlich kurze Hosen. Ich lache mich tot. Toll. Moment. Kann ich die noch länger machen? Bitte. Komm, mach mich glücklich. Ja! Oh mein Gott. Ich darf Jeans tragen. Nein. So, okay. Oh mein Gott. So. Der sieht so unförmig aus, ne? Meine Herren. Man kann natürlich die einzelnen Körperpartien auch noch so ein bisschen bearbeiten, aber das ist mir jetzt gerade zu viel Arbeit. Früher habe ich das echt gerne gemacht. Früher habe ich mich stundenlang mit diesem blöden Creator. Alter. Ja, komm, wir nehmen einfach die Schuhe. Ja, ist okay. Ich brauche auch keine Socken. Ich mache die einfach ein bisschen länger. Ja, ist okay. Komm, hier. Tschüss. Zieh mal doch Stiefel an. Warum sind die jetzt schon wieder draußen? So, nimm mal die. Zack. Mein Gott. Das ist doch nicht so schlimm. Ich finde echt, dass irgendwie die ganzen. So. Dass die Proportionen alle hier irgendwie nicht so ganz stimmen. Vielleicht sieht es gleich im Match selbst nicht mehr ganz so schlimm aus. Warten wir es mal ab. So, jetzt brauche ich noch kurz Handschuhe. Dann brauche ich. Ich sind ja erst 20 Minuten. Oh mein Gott, okay. Rende. Und dann, Handschuhe. Boss. Vielleicht haben wir auch einfach nur normale Handschuhe. Nicht so komische Drecks. Hardy Boys. Ja, genau sowas wollte ich doch haben. Dankeschön. Machen wir in was machen wir? In Rot. Machen wir in Rot, oder? Rot ist gut. Ja, fast, Dennis. Sie sehen ja nach Blut aus. Ja, vielleicht ein bisschen dunkler. Ja. Ich krieg's nicht besser hin. Schauen wir uns doch mal den Schönling an. Wunderbar, würde ich sagen. Ne? Damit lässt sich ein Titel gewinnen. Gut, okay, das war's. Figuren? Form? Okay. Ich mach mal alles ein bisschen schlanker, glaube ich, oder? Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Genau, hier kann man nämlich die ganze Körperform machen. Also kann man wirklich jeden einzelnen verkacken. Ich mache auf jeden Fall die Hüften. Ich habe überhaupt gar keine Taille. Abdomen. Ja, okay. So bin ich schon mal ein bisschen tailliert. Alles klar. So, jetzt bin ich zufriedener. Jetzt sieht ja nicht mehr ganz so unförmig aus, finde ich. Decision! Höhe. Ah, ein bisschen größer. So. Passt. Okay, gut, wir sind soweit. Jetzt können wir uns mal die Moves wagen. Ach so, nee, wir müssen noch ein paar andere Sachen. Profil, nehmen wir den Zug zu, ne? Hatten wir schon lange nicht mehr.
Zuge. Ja, also ich werde auch den kompletten ersten Part, also der wird auf jeden Fall lang werden, dann sehe ich jetzt schon. Ich werde auf jeden Fall den kompletten Part hiermit machen. So. Ringname. Zuzu. Ich weiß nie, was sie bei Inspector Time mit den Namen meinen. Aber ich werde es dann immer erfahren, dann steht da meistens hinten drin Zuzui, Zuzui. So. So, was haben wir jetzt noch? Biografie. Okay. Heavyweight. Heavyweight ist cool. Nickname Hellstore, genau. Untouchable, Wild Thing. The Freak, das passt, glaube ich, ganz gut zu unserem The Big Red Machine. Ja, nehmen wir den Freak. Okay. Was können wir sonst noch? Ach, da können wir auch die Schilder von dem Publikum angeben. Kann ich aber kurz zeigen. Genau, Team Wing It. Und, aber ich will nichts von The Rock haben. Others, genau. Wolfpack brauchen wir nicht. Gibt es hier jemand Neutrales so? ja, wir sind ja sehr King, Queen, Fantasia. No smoking, genau. Get it, know your role. Ja, nehmen wir das einmal. Es war auch so Rock. Aber zoll's, ne? So, ja, ich kann natürlich nicht, ist ja klar, nicht einmal nach oben gehen. Table, Bad Girls, Me Too. Nehmen wir einfach das WWF-Zeichen. Ja, das gute alte WWF-Zeichen, ne? Nicht WWE. So, okay. Personalität, Charakteristika. Okay, wie ich sehe, ist das hier auch wieder nach den einzelnen, wie nennt man das denn? Ja, nach den einzelnen Dingern hier gemacht. Wie soll ich das denn jetzt bezeichnen? Jetzt gibt es Powerful Attacks, Speedy Attacks, also kraftvolle Attacken, schnelle Attacken, technische Attacken und fiese Attacken. Und da können wir uns jetzt die Stats da hinterher wahrscheinlich genau darauf auch verteilen. Ich glaube, ich werde ein Techniker erstmal wieder. Schützen uns gegen Powerful, weil das sind immer ziemlich starke Gegner. Und was nehmen wir noch? Ich glaube, wir nehmen. Ja, komm, Powerful nehmen wir auch noch dazu. Da gibt es geile Moves. So, okay. Ability! So, jetzt geht's los. Okay, Powerful. Machen wir mal auf 3 erstmal. Ach, das ist nur das Skill-Level, toll. So, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir auf Technical. Physical. So, tak, tak, tak. Moment. So, duck, duck, duck. Also hier, Level bezeichnet quasi die Schwierigkeit der Moves, die wir anwenden können. Attack ist die Stärke unserer Moves und Defense ist, wie gut wir gegen genau diese Moves dann entsprechend gewappnet sind. So, okay, den Rest. Ich bin mir nicht sicher. Nein, das geht natürlich nicht. So, dann schützen wir uns noch bei den anderen so ein bisschen. Man kann ja auch noch ein paar weitere Punkte freispielen, wenn ich mich nicht täusche. So. Weil es ist immer gut, wenn man viel aushalten kann, auf jeden Fall. Oh, verkackte Scheiße. Ich glaube, dass... Das passt genau. Oh mein Gott, okay. Hervorragend. Und alles aufgebaut. Also, Defense sind wir sehr allrounded und, ja, bei der Attacke, beziehungsweise bei dem Angriff, legen wir den Wert auf Powerful, also auf Kraft und auf Technik. Das könnte ganz gut werden. Moves! Nehmen wir erstmal Technical. Logic, das ist unser Kampfstil. Nehmen wir Grapple. Und, Ground. Ich wollte so ein bisschen zu einer Submission-Familie, zu einer Submission-Maschine ausbauen. Ja, nehmen wir Ground. Scheiß auf Attack. Decision! Hey! Guck mal, da wird präsentiert. Okay, 25 Minuten rum. Ha, geil. Okay. Edit. Ich glaube, hier müssen wir das schon machen. Ja gut, wir können ja natürlich super, super, super viele, okay, nee, dann bin ich hier doch falsch. Wir können ja super viele Charaktere erstellen. Ich habe auch früher so viele Wrestler gemacht. Ich habe einen nur für Powerful gemacht, einen nur für Roughneck, einen Highflyer. Das war richtig cool. Also wie viel Zeit ich damals früher mit verbracht habe, ne? Richtig geil, echt. Das macht einfach immer so einen Spaß, sich dann einfach so ein bisschen zu entfalten kreativ, ne?
Und ich meine, wenn ich schon, ich bin ja jetzt überhaupt nicht der kreative Typ, und wenn ich schon hier 20 Minuten brauche, um einen verkackten Charakter nur vom Aussehen her zu erstellen, gut, das lag an den fehlenden Alternativen, die ich hatte, weil alles scheiße aussah, okay. Aber das muss ja schon was heißen, ne? Okay, wer braucht so lange zum Steichern? Steichern, genau. Ich trinke mir erstmal einen Schluck. Ihr habt übrigens den 21.01. Ja. Ich habe heute das Stream-Ankündigungsvideo aufgenommen und, also Geburtstagsstream und das Unboxing. Ich muss ja irgendwie jetzt die Zeit füllen, während der speichert. Okay, komm schon, ey. Ich will heute wenigstens einmal Champion werden. Ich glaube, es wird der längste Part seit langem. Oh, schön. Weiter, weiter, weiter. Es ist ja auch immer eine Sache. Ja, okay, Quatsch, Superstar. Ghetto Superstar. That is what you are. Nein, das ist ja auch immer so eine Sache, wie man jetzt zum Beispiel die Sachen bewirbt. Weil ich könnte jetzt hier sagen, schalte einfach weiter, weil, also wenn ich ja so nett wäre, ne? Schalte einfach weiter, weil im ersten Part seht ihr eh nichts, ne? Dann sagen die Leute auch, du labbest zu viele. Aber wenn man sagt, ja, ich stelle mich hier den Creator-Questler-Modus vor, ne? Dann sagen die alle, oh, ist das geil. Okay, oh mein Gott, wir können so viele Sachen freischalten. Preview. Ja, ist okay. Ist okay, ich glaube, ich nehme immer den. Ah, wobei, guck mal, da sehen wir schon mal ein bisschen, wen wir also alles haben. Steve Blackman, Stone Cold Steve Austin, Taz, The Rock. Das ist Wrestling. Das sieht bedrohlich aus, das passt zu dem. Oder Moment, gibt's hier nicht so ein... Ich glaube, hier gibt's sogar ein Capoeira-Dings, ne? Nein, das ist zu prollig, gebe ich zu. Ah, den hätte ich cool gefunden, weil das sieht so ein bisschen psychomäßig aus, von wegen, ich möchte dich jetzt auf der Stelle töten. Oh mein Gott. Der ist müde, okay. Das ist Tajiri, das sehe ich ja jetzt schon. Steve Blackman, ist doch irgendwas Verrücktes. Nein, das ist nur bescheuert. Ja, komm, der ist auch geil. Der pumpt so ein bisschen so auf, so wie so, ich bin ein Monster. Okay, nicht Rolling. Das ist Rolling. Nein, das passt zu dem nicht. Irgendwas Schnelles. So am besten direkt reinrutschen. Das finde ich cool. Ja, genau. Ja, Perry Saturn, genau. Oh, was Rob. Ja, oder normal geht auch. Okay. Wing Out. Nehmen wir den Handstand. Taunt. Okay, da kann ich jetzt auch nicht einfach nur irgendwas nehmen, was lustig ist. Ja, genau sowas zum Beispiel nicht. Nein. 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 Ja, genau. Spin-a-Rooney. Eddie Guerrero. Ach, ja genau, da kann mir ja noch jemand freischalten. Stimmt ja. Ich will doch irgendwas Beklopptes sagen, komm. Ja, komm, Kane ist immer gut, auf jeden Fall. Was will ich mit 5 Taunts? Nein. Nein. Ja, sehen wir den auch nochmal. Das soll ja eine Killermaschine werden, ne? Ist ja klar. So wie ich halt im wirklichen Leben. Das ist Swing Right Arm. Ja, der ist schön schnell, das ist gut. Weil das Gute ist beim... Was ist das? Achso, Training. Das Gute ist bei den Taunts... Das Gute ist halt bei den Taunts, die geben uns halt auch dieses Momentum her, was halt den Finisher auflädt. Powerful, was ist Powerful? Nein. Peace. Weak Flair, genau. Naked Trumpet, Karate... Ja, das ist so ein Heal-Charakter. Handbeating. Da! Wer war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, komm, dann machen wir nochmal den. So. Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. So, aber die Taunts sind auch recht interessant. Komm, gibt's hier vielleicht. Ja, Normal Win. Normal Win ist gut. Entrance! Normal? Ach du Kacke. Okay. Chris Jericho. Ich möchte irgendwas. Ich habe noch nichts freigeschaltet, was nicht Chris Jericho ist. Toll. Irgendwas Neutrales. Steve Black. Na, nee, der hat ja seine Waffen dabei. Test. Test ist tot, fällt mir gerade ein. Ups. Spiel mir es noch nicht ab. Ja, Smackdown ist auch okay. Und Musik,
voll super, ey. Smackdown, RTC. Geile Musik. Passt ja irgendwie zu mir, ne? Ah, nehmen wir War, War ist War. Das ist geil. Okay, hey, wir keinen einzigen Move, sehr gut. Okay, jetzt geht's los. Attacke. Oh mein Gott, dieser Part wird so lange gehen, ne? So powerful. Da sieht man zum Beispiel, der rote Balken ist quasi der Standardschaden, den er macht. Und das grüne ist das, was wir dazu bekommen haben. Und uns fehlen auch so viele Moves, das ist unglaublich. Der ist zwar gut, aber den will ich nicht auf der Taste haben. Unten. Was nehme ich denn unten am liebsten? Taekwondo Backkick. Ah. Passt eigentlich nicht so zum Charakter, muss ich sagen. Also das ist eigentlich eher so den ganzen Körper. Also zeigt einfach Big Boot, genau. Toe Kick ist okay. Back Elbow Smash. Nein. Boxer. Ah, wobei, der ist... Ich glaube, ich nehme den Boxing Jab. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Quick Jab. Wo ist der Quick Jab? Genau, den. Nee, den Snap Jab wollte ich haben. Entschuldigung. Den wollte ich haben, genau. Nach oben kommt dieser komische Rolling Kick. Wo ist er denn? Rolling Wheel Kick, genau, den meine ich. Ach so, das ist oben schräg. Der ist okay. Dann der Rolling Wheel Kick. Nicht Speedy. Speedy Gonzales. Ist halt blöd, wenn ich gegen einen Charakter antrete oder gegen einen Typen, der gut Defense gegen Power und auch das andere hat. So, und da nehmen wir... Das ist Buddy Punch. Nein, Chop, Clothesline. Das dauert zu lange. Oh, der Overhead Punch. Oh, warum fängt der immer wieder bei A an? Das ist okay, ist das. Bums! Der ist gut, der gefällt mir. Okay, guck mal, da hätten wir die normalen Angriffe ja schon gemacht. Grapple, das ist immer am schwierigsten, wirklich. Okay, dann haben wir einmal die Situation, während der steht. So, Moment, ich will oben wieder anfangen. Armbreaker, nein, 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 nein. Moment, ich muss erstmal gucken. Scheiße, was war das denn für ein Buchstabe? Unten, okay, nach unten. Ich muss das immer so ein bisschen merken. Der ist okay. Der ist okay. Nehmen wir. Ich kann ihn nicht, nein! Ich wollte ihn doch haben. Blackman Combination. Oh, ein Brainbuster aus dem Stand? Ach, das ist der, der möchte gern. Nein, nicht der Double Arm Suplex. Der ist nicht so geil. Was ist mit dem? Ich dachte, es wäre der Double Arm Backbreaker. European Uppercut. Nein. Fireman's Carry. Half Belly to Belly. Nein. Headlock. Headlock Takedown. Hip Throw. Jetzt kommt der ganze Karate-Shit, auch wenn er Judo steht, ich weiß. Vielleicht war das doch keine gute Idee. Wash Next Week, okay. Shinbreaker, ist okay, der liegt auf dem Boden und ich habe die Füße vor mir. Gut für den Submission Move. Guck mal, was Powerful so hergibt. Oh, der muss rein, der muss rein. Berg vor ist richtig gut. Schön schnell. Die dauern immer zu lange. Haben wir hier noch DDT? Also DDT wäre eigentlich auch nicht schlecht. Was ist das? Drop Suplex ist, glaube ich, da lässt sich nach vorne fallen, ne? Ach nee, das ist der, okay. Falling Power Slam. Ach so. Nein. Pile Driver! Das muss ja auch so ein bisschen irgendwo zu dem Charakter passen, ne? Genau, überhaupt nicht übertrieben. Schmeißen wir den Typen einfach durch die Gegend. Ah, ich hab so ein Pile-Driver, ist schon ganz geil. Oh, und dann nehmen wir hier noch ein Technical. T-Bone Suplex. Ja, T-Bone Suplex ist eigentlich nicht schlecht. Wenn ich jetzt gerade mal so von der Stärke her gucke, ist der Test Belly to Belly sogar einer der stärksten. Stalling Brainbuster. Wo ist das denn ein Brainbuster, bitteschön? Das würde mich mal interessieren. Ja, komm, wir nehmen den T-Bone Suplex. Okay, so, dann. Wenn der Gegner Groggy ist, dafür steht schon, denke ich mal, das G. Oh, sind das viele? Oh mein Gott. Wieso Groggy 1, Groggy 2? Verstehe ich nicht. Hier können wir auf jeden Fall ein paar stärkere Moves nehmen. Gucken wir mal beim Powerful. Backflip to Pancake. Ah, okay. Baldo Bomb. Der Krankenwagen, der zweite schon. Oh mein Gott. Buddy Press Bomb, okay. Babakata! Choke Toss. Eigentlich ist der Choke Toss
Der passt eigentlich schon, ne? Chokeslam. Ja, auch das passt zu dem. Nehmen wir einen Chokeslam. Ist auch recht schnell. Nehmen wir hier nochmal einen Techniker, gucken wir mal, was die Technik so zu bieten hat. Armbreaker, bla bla bla. Oh, wobei, der ist eigentlich ganz geil. Bams! Den nehme ich. Double Arm Backbreaker, das war genau der, den ich eigentlich haben wollte. Mein Buster DDT. Okay, hier gibt es doch gar nicht mal so schlechte Moves. Was ist denn der Back Body Suplex? Ach, das ist der Kack. Festhalten! Das sind meistens die Dicken, die so was machen. Brainbuster DDT. Das, der ist nämlich ganz geil. Und Schädelbasisbruch. Ist dabei. Hier gibt es aber so viele Sachen. The Rock Spinebuster mit dem Beinausschlag. Zack. Finde ich gut. Voll Kamasutra, ey. Okay. Suplex 3. Was ist das für einer? Wo ist das denn? Achso, ich wollte schon sagen, das ist aber kein Suplex. Das ist ein Swinging Neckbreaker. Spinebuster. Das ist aber auch kein normaler Spinebuster. Side Suplex, bla bla bla. Ja, der ist ganz cool. Puff! Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ach, die normalen Pins, also die direkten Pingriffe brauche ich nicht. Interessiert mich nicht. Oh, der Kurt Belly to Belly ist ganz cool. Die wischen so schön weit weg. Aha, aber Powerful. Ich müsste eigentlich noch einen Powerful haben. Wo war ich denn bei dem? Chokeslam, genau, hier war ich. DDT, DDT. Dangerous DDT. Ach, der ist doof. Death Valley Driver. Komisch animiert. Also, hier, genau, hier wurden auch die ganzen Animationen wurden ordentlich überarbeitet. Ja, eine Powerbomb ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Fake Power Clothesline. Gucken wir mal bei einer Powerbomb. Jack nach Powerbomb. Da ist er doch, oder? Bums! Healing Powerbomb Pin will ich nicht haben. Northern Lights Driver. Ja, immer schön auf die Hirse. Genau. So, da noch mal ein paar Sachen. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt der Unterschied zwischen dem einen Groggy ist und dem anderen Groggy. Bin ich ehrlich. Nehmen wir hier meinen Martial Arts Kick. Dann, da habe ich dann noch irgendwas gereizt. Death Valley Driver, genau. Wieso kann ich denn nicht direkt nach Z gehen? Flagjack. Flagjack, genau. Jack Black. Pendulum Backbreaker, was ist das denn nochmal? Ach, das ist einfach nur noch zwei Schritte läuft, okay. Wie, das war's einfach mit den ganzen Powerbombs schon? Also natürlich als, Finisher gibt's wahrscheinlich noch einige. Das ist der Bone Neckbreaker. Knacks! Also, keine Sorge, das dauert nicht, das dauert alles nicht so lang, ne? Der Rest ist ein Klacks. Stone Cold Spinebuster. Och, ja, Standard, wieso eigentlich nicht, ne? Ist ja charakterneutral. Was ist ein Guerrero Special? Was können wir denn da noch nehmen? Oh mein Gott, wie lange nehme ich jetzt auf? 40 Minuten, schön! Nicht, dass ich mich stresse, nein, 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 nein. Nein, ich habe euch vorgewarnt, wenn ihr jetzt noch da seid, seid ihr selbst schuld. Nehmen wir den Sambo-Suplex. Okay, gut. Das Schlimmste wäre jetzt schon mal überstanden. Ach so, das gibt's ja nur von hinten. Aber da weiß ich eigentlich schon so ungefähr, was ich möchte. Was ist das für einer? Nee, der ist doof. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Nein! Verflucht, Entschuldigung, das war schon wieder falsch. Komm, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja. So. So, Abdominal Stretch, Backside Slam. Ich sag mal so, einer von hinten ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wenn wir den Test mischen, wir nehmen den Test mischen, komm. Also ich denke jetzt gerade nur an, ich will ein Submission-Move-Typ sein. German Suplex von Benoit, vom Hausmeister. Och, der ist auch nett. Der lässt so schön fallen und bricht dem Gegner wieder mal das Genick. Blue Thunder Pin. Ich glaube, das ist ja vom Cena, ne? Ein bisschen. Ah, ja, okay, aber ganz, ganz, ganz. Mit ganz viel Fantasie. Powerful hat, glaube ich, gar nicht so geile Moves von hinten, oder? Atomic Drop. Face Crusher.
Ja, wobei, Full Nelson Slam, der ist schon extrem gut. Ich hab nichts gesagt. High Angle Backdrop, Pump Handle Drop. So, Groggy von hinten. Oh mein Gott, was kann der denn da? Ja, der ist doof. Ist auch doof, ist auch doof, ist auch doof. Half Nelson Suplex ist nicht schlecht, weil der wirkt dann auch so halb. Also Hauptsache, es tut weh. Der ist auch cool. Der geht auch schön schnell. Achso, den hatte ich schon. Reverse Brainbuster. Was ist der zweite? Nee. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle unter einem Brainbuster. Oh, natürlich. Den darf ich nicht vergessen. Den darf ich nicht vergessen. Aber den packe ich mal nach dahin. Aber ich glaube, die ganze Fragezeichen, die ich jetzt noch nicht nehmen kann, das kann unter anderem natürlich Sachen sein, die ich freischalten kann. Es kann aber auch sein, dass das Sachen sind, weil ich nicht genug Skill habe. Das ist so traurig, das auch klingt. Beim Handle Slam, was ist das für einer? Okay, das ist der schwerfällige Reverse DDT. Dodge Wreck! Swamp Reverse DDT. Genau, der ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist auch der... der Finisher von Devon Dudley, glaube ich, ne? Moment, wollen wir den Full Nelson Slam? Ich will lieber den Test Full Nelson Slam haben. Dankeschön, weil der sieht einfach schlimmer aus. Okay, dann hätten wir das auch schon in Anführungsstrichen geklärt. Decision. Okay, jetzt sind wir schon mal an den Bodenattacken angekommen. Angry Stomp ist okay. Amadop! Und das wird ein... Was hast du hier? Ist alles kacke. Muss ich gerade einfach mal so sagen. Nehmen wir einen Eatwalk, so, okay. So, jetzt wird's interessant. Jetzt kommt nämlich unsere Technik wahrscheinlich zum Ausdruck. Abdominal Stretch. Nein. Chicken Wing Crossfit. Ich glaube, der ist ganz cool, glaube ich. Dauert mir zu lange. Ein bisschen prügeln und dann Arm kaputt machen. Wings of Saturn. Ja, komm, den nehmen wir. Der Finisher von Perry Saturn. Ich bestehe nur aus Finishern hier. Short Arm Scissors. Ist alles nicht ganz so geil, ne? Gucken, was der Powerful so hat. Big Splash Pin? Nein. Camel Clutch ist okay. Und dann hätte ich noch irgendwas zum ins Gesicht schlagen. Wie heißt das denn? Wie, du kannst das nicht mehr, aber das ist Roughneck. Fury Punch, das ist wahrscheinlich, ne? Bum, bum. Was ist das? Schön. Nehmen wir den. So, okay. Schlagen, wenn er auf dem Boden liegt. So wie es das gehört beim Wrestling. Figure 4 Leglock. Das war der erste. Oh. Den nehme ich natürlich mit, den Enkellock. Der ist immer ganz cool. Dann haben wir noch einen Figure 4 Leglock. Leglock. STF. So, dann noch mit dem Kopf, ne? Ja, ja. Zwei Leglocks. Single Leg Crab. Texas Clubble. Den mag ich eigentlich auch. So, was haben wir denn im Powerful-Bereich? Nicht sehr viel. Ja, okay, aber ich nehme trotzdem mal einen mit, der dann auch, nehmen wir den Einser, oder? Der geht ein bisschen schneller. Ja, genau. Der nur Schaden macht, der jetzt nicht unbedingt, Submission-mäßig unterwegs ist. Okay, guck mal, da hätten wir das auch schon geschafft. Und es geht immer weiter voran. So, Turnbuckle. High-Flying-Moves. Haben wir eigentlich nicht allzu viel. Achso, es sind noch keine High-Flying-Moves. Nehmen wir den. Dann nehmen wir vom Powerful noch eine Claw. Haben wir nicht. Turnbuckle-Clothesline. Ich verstehe das gerade nicht. Nehmen wir da lieber die Knee-Attack, weil der Bronco-Buster passt da nicht ganz so gut rein. Grapple! Also wie man sieht, man kann hier für jede verdammte, verdreckte Situation einen eigenen Move nehmen. Double Unlock ist okay. Superplex ist eigentlich auch okay. Frankenstein ist okay. Oder warte mal, Moment, was ist denn der Frankenstein? Ja, der ist Speedy. Den will ich dann nämlich doch nicht haben. Superplex haben wir schon drin. Super Test Suplex. Brauchen wir nicht. Powerful. Big Thumb bringt nichts. Chokeslam geht nach draußen. Ja, mit der Schulter ist okay. Superplex, Flip-Toss. Turnbuckle Buddy, so. Ich glaube, der haut den einfach nur, ne? Nein, oder auch nicht. Aber ist okay. Nehmen wir den trotzdem. Und wenn er am Boden liegt, ne?
Footshow. Ja, ist okay. Okay. Es kann sich, wie gesagt, nur noch um Jahre handeln. Oh, Tarantula. Sehr cool. Passt nur leider nicht bei dem rein. Aber ich glaube, ich lasse ihn trotzdem drin, weil Tarantula ist cool. Okay, mehr hat er aber auch nicht drauf. Was? Es gibt nichts? Da will ich einfach nur irgendwelche Schläge haben oder so. Super Backdrop ist okay. Tarantula, was gibt's beim Waffneck noch? Der ist schön schnell. Divo Neckback und Turnbuckle Toe Kick. Gut, okay. Aber diese Situation kommt eh so oft vor. Rope Down. Stone Cold Attack. Ach, das ist das mit dem Bein, wo er drauf springt, ne? Okay. Gucken, was wir beim Technical haben. Nichts. Gut, dann bleibt es ja gar nicht so übrig, als das zu nehmen. Gut. Rebound Attack. Das ist, glaube ich, wenn der Gegner auf den Zugrand kommt. Irgendwie. Clothesline. Zack. Die ist gut. Was haben wir hier noch? Knie, Running Leg Drop. Nehmen wir den. Und Asai Moonsault. Vaulting Body Press. Das ist, wenn wir rausspringen, genau. Glaube ich, ne? Jump Down Over. Das ist, wenn wir rausspringen. Ach, ich weiß es doch nicht. Dann nehmen wir den, weil der ist am schnellsten. Piu! Und danach sind wir tot, wie man sieht. Alter Vater, komm! Ich komme heute noch zum Spielen! 47 Minuten! Oh mein Gott! Ariel, okay, jetzt wird's auch wieder interessant. Ich will wirklich ein Diving Cross Body Drop. Ah, okay, Diving Motor ist schon mal gut. Aber wenn der Gegner steht, ist das eigentlich eher unpassend. Könnte Diving Motor, der ist cool. Hui! Ah, der Martial Arts King ist auch cool. Der gefällt mir. Dann nehme ich ja nämlich lieber dann noch eine Diving Clothesline oder eine Flying Clothesline meinetwegen auch. Genau, die nehmen wir von Kane. So. Und ja, jetzt, wenn er auf dem Boden liegt. Jetzt ergibt das auch Sinn. Aber ich möchte gerne den Current Diving Moonsault haben. Ist auch ein direkter Pingriff. Ich finde das sinnlos, dass man hier auch die nehmen kann, die für den. Ja, nee, das passt nicht. Aber der Elbow Drop, genau. Elbow Drop Pin. Boah, gefällt mir. So, was haben wir noch? Bestimmt noch irgendwas Tolles. Shoulderblock, natürlich, genau. Ist hier vielleicht ein Diving Leg Drop oder sonst irgendwas? Da gibt's kaum Sachen, ne, die auf den Boden gehen. Ja, halt nochmal, mein Gott. So, rennend. Aber gleich sind wir am Ziel. Wir sind gleich schon bei Double Teams. Elbow Attack. Der ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Genau, der ist eigentlich sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Aber der ist auch geil. Der von Booker T. Close dann vielleicht einen Vorarm. Dann nehmen wir den Crescent Kick oder Crescent Kick. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Und dann nehmen wir eine schöne Close Line. Nein. Na, welche hatte ich denn? Ich glaube, die hatte ich, naja. Okay. Wunderbärchen. Grapple. Oh mein Gott. Luthes Press auf jeden Fall. Bombs, 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 Bombs. Macht schon irgendwas Stokehold-mäßiges? Nein, okay, gut. Und Technical? Ja, wir haben sogar was. Hervorragend. Nein, nein. Ja. Ja, nein. Ausschlussprinzip. Ja, toll, da gibt's ja die. Oh. Oh, ja, okay, ich hab was gefunden. Hervorragend. Back Attack. Face Crusher. War es okay. Den von Scotty to Hot Hay. Wen haben wir noch? Und den anderen Face Crusher nehmen wir auch noch. So, das sind jetzt, glaube ich, die, wenn die auf uns zugerannt kommen und wir einen Schlag machen wollen irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nimm mal den. Ich glaube, das sind so Phasen, die werden einfach nie hochkommen. Mach hier die 5. Okay. Verstehe ich nicht. Okay, jetzt kommen die, wenn die auf uns zugerannt kommen. Belly to Belly. Och, der fliegt so schön, den nehme ich. Dann Samoan Drop. Ist nicht so sinnvoll, weil ich nicht so massig bin. The Rock Spinebuster. Normal Spinebuster hätte ich gern. Flapjack, Monkey Toss. Aber Power Slam ist auch ganz nice. Da ist auch ein Spinebuster. Guck mal einen an. Ich will einen cooleren Spinebuster haben. Squidbuster Pin, das ist
Ich will für Rooksband, was er haben. Nein! Ich wollte gar nicht haben, Entschuldigung. Nehmen wir den. Da haben wir noch einen direkten Pin-Move, ne? Kann auch gern mal helfen, gerade in Triple Threat Matches und so. Okay. Triple Moves? Was? Es gibt Triple Moves? Geile Scheiße. Dropkick in Rolling Clutch. Double. Nehmen wir einen Double Suplex. Double DDT Punches und Full Nelson Slam. Double DDT. Hier haben wir eh nicht so viel Auswahl. Und das ist eigentlich alles selbsterklärend. Und Klick, genau. Vom Turnbuckle. So, hier gibt es natürlich schon geilere Sachen wahrscheinlich. Spike Piledriver ist ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir die mit dem jetzt hier anwenden werden, weil ich nicht weiß, wie viele Tag Team Matches wir mit dem haben werden. Ja, und Double Chokeslam läuft. Ich will auf jeden Fall nur den. Ah, der Death Drop ist natürlich Roughneck. Mit 4 Stärke, ey, das ist schon heftig. Backbreaker Leg Drop ist ganz cool. Und, Spike Pile haben wir schon. Stomach Crusher. Ja, komm, nehmen wir die noch. So, dann gibt's noch Triple Moves. Oh mein Gott. Okay, es gibt nicht sehr viel. Was ist das für einer? Okay, ein Double Suplex und ein Cross Body Drop. Okay. Oh mein Gott, okay. Es wird der längste Part seit langem und dann wird das auch noch ein Spiel sein, was sich jetzt nicht unbedingt viele Leute angucken werden. Ich weiß, wie man Leute vergrault. Doch, doch. Ah, gleich sind wir durch. Gleich sind wir durch. Rock Bottom will ich nicht haben. Oh mein Gott, was nehme ich denn jetzt? Ach du Scheiße. Ist Clutch Suplex? Nein. Nein. Was ist das denn? Der ist auf jeden Fall sehr stark. Walls of Jericho. Weil Walls of Jericho ist eigentlich schon geil, ne? Knacks. Knacks. Weil ich wollte ja eh ein Submission spacken sein. Deswegen weiß ich gar nicht mal so. Moment, ich mal gucken. Haben wir 2 Finisher? Ja, wir haben 2 Finisher, okay. Nein! Die kein Walk Button. Das heißt, Walls of Jericho ist auf jeden Fall schon mal ganz oben mit dabei. Muss ich mal gucken, was ich da sonst noch nehme. Was ich da sonst noch nehme. Was ist das? Ja, okay. Der von, wie hieß der denn, Typ Nummer? Steiner, Scott Steiner. Was ist das denn für ein Spinebuster? Achso, den hatte ich schon mal, ne? Irgendwie, ja. Aber ich kann die ganzen richtig geilen Moves nicht nehmen. Weil ich nicht genug, hier Sachen habe. Also, wie gesagt, ich weiß, man kann auf jeden Fall noch, ein paar Sachen holen. Also, ein paar Erfahrungspunkte, so nenne ich es mal. Allerdings, weiß noch nicht wie. Er konnte mit dem Pedigree wieder mal. Haben wir ja immer genommen, bisher bei jedem Smackdown-Teil. Ich weiß noch nicht, was ich hier jetzt so geil finden soll. Hier, guck mal, der zum Beispiel. Was ist das jetzt hier? Ja, das ist der Jackhammer, ne? Ja, okay, toll, natürlich. Ich gucke jetzt mal erstmal nur auf die Stärke. Weil der soll natürlich auch entsprechend stark sein. Close End from Hell. Ist auch mal was an, was richtig starkes, wie der Jackhammer. Hier zum Beispiel. Ja, das ist der von Jack. Jack Knife. Der von Jack Knife, wer kennt ihn nicht? Ah, Chokeslam wäre ja auch nicht schlecht. Aber kann ich wahrscheinlich nicht. Toll. So ein Tombstone. Genau, ich habe Tombstone gesagt, richtig. Stone Cold Stunner, Stone Cold Spinebuster. Ah, das ist doch alles kacke. Das ist der Super Spinebuster. Pfff. Lächerlich. Ich hab mich weg. The Alabama Slam, der ist kacke. The Last Ride. Okay. Ich will jetzt mal bekacken. Haben wir den Kane Choke Slam? Aber ich meine nicht, ne? Doch, da ist er doch. Der ist nämlich auch ganz cool, weil er so richtig schön mächtig aussieht. Puff. Naja, komm, wir nehmen die Walls of Jericho. Ganz unten, natürlich. Warte mal. Probieren wir noch was anderes. Crossface. Genau, nehmen wir den Crippler's Crossface, klar. Sehr schön. Okay. Ja, warum hier, ist vielleicht eine interessante Frage. Grafik, genau. Warum hier vielleicht, die ganzen Sachen aufgezeichnet werden, also die ganzen Moves von den WCW-Leuten damals ja noch. Warum die aber nicht nach Namen benannt werden. Liegt einfach daran, dass, die. Ich weiß nicht, ob die es nicht mehr geschafft haben von der Zeit her, aber die haben die hier nur einfach noch nicht eingebaut.
Ja, das ist der Grund. Also die Wrestler selbst. Ich weiß aber nicht, ob die Lizenz schon hatten. Ich schätze mal, es war so irgendwann so im Umschwung. Was nehmen wir denn als letztes? Ein Big Boot, so. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Oh mein Gott. Oh. 56 Minuten. Hey, wie schön. Safe and exit. Ja, bitte. Oh mein Gott. Ich sag mal, wir sehen uns jetzt im nächsten Part wieder, ne? Ich mache jetzt hier einen Schnitt, wo wir speichern. Dann zeige ich euch, bevor wir nochmal ganz kurz, also ich gehe schon auf den Season Mode. Ich will nur nochmal kurz gucken, was für Wrestler wir haben. Mehr ist das nicht. Das geht sofort los, ne? Also wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, sowieso Respekt. Respekt, dass ihr es ausgehalten habt. Ach komm, speichere doch mal bitte ein bisschen schneller. Ey, ich habe eine Stunde aufgenommen. Es gab Let's Plays von mir, die gingen kürzer. Und ich habe jetzt hier einfach eine Stunde mit dem Kreieren zugebracht. Heiliger Bimbam. Schon nicht schlecht. Ja, jetzt werde ich in zukünftigen WWF Let's Plays auf jeden Fall auch anders machen. Ich werde mir dann schon zumindest vorher schon mal einen kreieren. Möchte ich dann nun schon mal alles zeigen und das Moveset vorstellen, was ich gemacht habe. Und ich dachte, ich zeige euch das so mit halt, ne? Weil ich dachte, das wäre cool, aber es dauert doch länger als gedacht. Ja, komm schon, Baby, komm schon. Okay, gut. Das dürfte jetzt Part 2 sein vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir jetzt direkt in den Story-Mode. Story-Mode. Und dann gucken wir jetzt erstmal kurz, was für Wrestler denn hier alle sind. Hidden! Da ist das, was ich euch zeigen wollte mit den Karten. Und zwar, genau hier, hätte ich jetzt nämlich gerade alles gerne freigeschaltet. Secret Card ist hidden. Und ich dachte, es steht da, was wir machen müssen. Das finde ich echt schade. Weil da muss ich das Internet benutzen, weil das sind teilweise echt Sachen, auf die würde ich zumindest nicht direkt kommen. Okay, komm. Gucken wir gerade mal, wer die Title Holder sind. World Wrestling Federation Champion Stone Cold Steve Austin, hat noch nie verteidigt. Intercontinental Champion ist Chris Jericho, Y2J. Hardcore Champion ist Rhino. European Champion ist Matt Hardy. Oh mein Gott, da gab's ja noch. Light Heavyweight ist Tajiri. Women's Champion ist Lita. Und Detective Champion sind Kane und Undertaker. Okay. Ich möchte sie alle haben. Ich glaube, man kann aber nicht alle gleichzeitig halten. Leider nicht. In allen Teilen ging das ja. Ja, komm, nehmen wir den. Ich muss... Okay, den muss ich einfach nur erstmal in die Liga reinpacken. Ich verstehe. Okay, so, wen haben wir denn alles? Wir haben Prince Albert, Big Show, Billy Gunn, Bradshaw, Bubba Ray Dudley, Chris Benoit, Chris Jericho, Christian, Crash. Der ist tot übrigens. Also nicht der Crash Bandicoot, sondern der Crash Holly. Hat sich, glaube ich, auch selbst das Leben genommen. Ansonsten dürften, glaube ich, der Rest, den ich jetzt vorgelesen habe, dürften noch leben. Dean Malenko. Dann Lita, Kurt Angle, Kane, ach, mit Maske damals noch. Jeff Hardy, Ivory, Hardcore Holly, Farouk, der ist auch cool. Hat um den hätte ich auch nehmen können. Edge, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero ist auch verstorben, aber er ist, glaube ich, an einem Herzinfarkt gestorben oder so in der Art. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Devon Dudley, Matt Hardy, Molly Holly, Perry Saturn, Raven. Der sieht heute richtig abgefeiert aus. Ich habe vor kurzem mal ein Video mit ihm gesehen, so ein Interview. Rikishi, The Walk, Steve Austin, Steve Blackman, Steven Richards, Taz. Zuzu natürlich der Beste, mein Gott, sehe ich scheiße aus. William Regal, Undertaker, Trish Stratus, Triple H und Test. Test ist übrigens auch tot. Was mit dem passiert ist, weiß ich gar nicht. Okay, aber wir nehmen natürlich uns selbst. So, dafür habe ich ja nicht eine Stunde kreiert, nur damit ich hier keinen nehme. Oh mein Gott, es geht endlich los. Uiuiui. Es tut mir sehr leid, dass ihr jetzt so lange warten musstet. Und ich bedanke mich aber für eure Geduld.